Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe der Wüsthof Cutting Academy Live. Warum machen wir das alles? Nun ja, ein Messerhersteller mit 200-jähriger Geschichte hat natürlich eine gewisse Expertise, was die Behandlung von Messern angeht. Aber nicht nur, was das Herstellen der Messer angeht, sondern auch natürlich, was das Schneiden und die Pflege und die Aufbewahrung angeht. Damit wir uns die Zeit während des Corona-Lockdowns ein wenig besser vertreiben können, haben wir dieses Format mit unseren Partnern ins Leben gerufen. Unsere Partner, ist diese wunderschöne Küche, das ist ein Raum, in dem Kochevents veranstaltet werden, das ist der Gastraum in der alten Zigarrenfabrik in Köln. Der darf zurzeit für große Veranstaltungen nicht genutzt werden, aber wir haben uns hier mit unseren Kameras eingenistet, um euch dieses Live-Format zu bieten. Der zweite Partner, mit dem wir zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten, das ist Captain Cook. Captain Cook ist eine App, die du dir auf dein Smartphone laden kannst und die App schlägt dir jeden Tag 3 verschiedene Gerichte vor, die du ganz einfach mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung nachkochen kannst. Die Zutaten dafür, die werden wir hier schneiden. Wir werden hier nicht kochen, denn das kannst du ganz einfach mit der App machen. Wir werden hier die Techniken lernen, wie verschiedene Lebensmittel, wie frische Lebensmittel perfekt geschnitten werden, sodass sie ihren Geschmack behalten. Denn das Geheimnis ist es, die Lebensmittel alle gleichmäßig zu schneiden, sodass nachher das Ergebnis auch gut wird. Was vorne nicht gut ist, ist hinten auch nicht gut. Dafür haben wir uns René Steinbach eingeladen. René Steinbach ist ein Profikoch und hat jahrelange Erfahrung in der gehobenen Gastronomie. Und wer könnte uns besser das Schneiden von heute geht's um Obst beibringen als René? Social gedistanced räume ich diesen Platz und überlasse ihn René. Hallo da draußen. Da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und genau, heute geht es um Obst. Und wir haben heute als Rezept den gegrillten Obstsalat mit einem Minz. Gegrillter Obstsalat, genau. Und es ist ja so, dass Obst viel Zucker enthält. Und wenn man das halt schön bei hoher Temperatur angrillt, dann karamellisiert der Zucker. Und dann kriegt man auf jeden Fall auch richtig gute Ergebnisse hin. Und man verändert ein bisschen den Geschmack des Obstes. Und man kann zum Teil auch, das ist bei den Pfirsichen zum Beispiel der Fall, wenn die noch ein bisschen fester sind, das heißt noch nicht ganz reif, und man grillt die, dann reifen die dann dabei so ein bisschen nach, werden weicher und kriegen dann halt diese Grillaromen. Und das passt halt bei dem Obst auch ganz gut dazu. Ja. Sehr gut. Das Rezept zum gegrillten Obstsalat findet ihr auf der Seite der Wüsthof Cutting Academy. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung von YouTube und Facebook. Und in YouTube und Facebook findet ihr auch eine Kommentarseite, eine Leiste. Und in diese Kommentare könnt ihr gerne reinschreiben, wie euch dieses Format gefällt. Ihr könnt gerne reinschreiben, wie euch die Techniken gefallen. Habt ihr spezielle Fragen, dann schreibt sie rein. Wir haben noch ein Team von Spezialisten im Hintergrund sitzen, die jede auch noch so verwegene Detailfrage über Messer, Behandlung, Aufbewahrung, Pflege und Schärfen beantworten können. Wenn dir dieses Format gefällt und wir das weitermachen sollen, dann sag uns doch auch Bescheid. socialmedia@wüsthof.de ist die direkte E-Mail-Adresse, wenn du uns Kommentare zukommen lassen möchtest oder natürlich ganz einfach über die Kontaktmöglichkeiten bei Facebook und bei YouTube. So, jetzt legen wir aber los. Genau. Also im Rezept steht Ananas, Pfirsich, Mango und Minze. Wir haben jetzt mal noch ein bisschen mehr Obst dazu geholt, damit ich auch ein bisschen was präsentieren kann. Wir haben jetzt hier noch Maracujas, wir haben noch Cantaloupe-Melone, dann haben wir noch Orange, die werde ich gleich filetieren, dann haben wir Bananen, wir haben Granatapfel. Das Brot, das gibt es zum Grillen nachher dazu und das zeige ich euch gleich, wie ich das mit dieser mit diesem besonderen Brotmesser schneide, mit dieser Doppelwelle. Das ist die Wüsthof-Doppelwelle, genau. Die sogar Wüsthof erfunden hat. Das ist
Ein Original sozusagen. Ja, mit diesem Wellenschliff. Ne? Doppelzacke. Genau, gut. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Ananas. Und die Messerserie, die ich heute habe, ist die Wüsthof Crafter. Und ich benutze jetzt das Kochmesser dafür. Das ist halt gut geeignet, um große Gemüse und Obststücke halt, die auch ein bisschen fester sind, gut mit Schmackes auch schneiden zu können. Zuerst werde ich hier oben das Grün von der Ananas entfernen. Dann kommt als nächstes der Fuß, der wegkommt. Das geht durch wie Butter. Das geht durch wie Butter, das sieht man, ne? Und gerade auch bei dem Messer, wo dann halt der Kropf nicht ganz bis nach unten geht, sondern ein Halbkropf, dann ist es halt wirklich so, da bremst nichts, das gleitet wirklich einfach so durch das Obst durch und lässt sich wunderbar auch in der Hand halten und wie ihr jetzt gleich seht, kann man damit auch echt gut so diese harte Schale außen entfernen. Da braucht man jetzt nicht unbedingt ein Sägemesser, sondern man kann halt wirklich, wenn man ein scharfes Messer hat, sehr, sehr gut und schnell die Sachen außen entfernen. Und da weißt du, wie viel du von der Schale wegnehmen musst? Genau, das wollte ich gerade erzählen. Und zwar, wenn man nicht weiß, genau wie viel man von der Schale wegnehmen soll, dann kann man sich immer orientieren, dass man halt beim nächsten Schnitt, würde ich jetzt zum Beispiel genau hier lang schneiden. Ich kann das mal präsentieren. So, da ist dann halt nämlich der Fall, dass alle von diesen dunklen Stippen weg sind. Und wenn noch ein paar dabei sind, dann kann man die auch mit so ein paar kleinen Schnittbewegungen dann halt noch wegschneiden. Wir versuchen ja immer möglichst viel von den Lebensmitteln zu behalten und möglichst wenig wegzuschmeißen. Mit den Resten kann man jetzt nicht viel machen, aber mit anderen Resten kann man immer noch was in Saft pressen. Also oder damit kann man auch noch was machen, eigentlich. Also wenn das hier nicht passiert, dann kann man das auch noch ganz gut im Wasser stellen. Einfach hier unten das Grün wegschneiden. So lange, bis man hier unten einen weißen Pfropfen hat und dann einfach in Wasser stellen, immer wieder ein bisschen Wasser nachgießen, niemals das gesamte Wasser weg und irgendwann nach ungefähr kommen. Und dann kann man es in die Erde stellen. Aber hier ist jetzt leider innen drin schon alles viel zu reif. Okay. Wachsen denn Ananas bei uns eigentlich? Ja, mittlerweile ist das eigentlich, glaube ich, das passende Klima hier. Also die wachsen ja in Hawaii, wachsen die ja auch nicht nur unten irgendwie da, wo es total heiß ist, sondern auch in etwas höheren Lagen, wo auch ein bisschen kältere Temperaturen herrschen und die brauchen auf jeden Fall eine gute Luftfeuchtigkeit und ja, die kann man halt gießen und dann wachsen die echt gut, kriegen dann aber nur ganz kleine Früchte. Ah, eher okay. Deko. Deko-Ananas als richtig. Richtig. So, als nächstes haben wir hier die Ananas geschält und dann ist hier in der Mitte noch der Strunk. Teilen wir einmal durch und dann legen wir das auf die Schnittfläche, teilen das wieder durch. So, dann kann man hier das Messer etwas schräg ansetzen und den Strunk so entfernen. Ich zum Beispiel mag den Strunk ganz gerne noch essen, wenn die Ananas schön reif ist, dann ist hier auch wirklich sehr, sehr viel Saft enthalten und dann kann man das auf jeden Fall auch noch in kleinen Stücken essen. Und ist die Ananas noch sehr unreif, dann wird das Ganze ein bisschen faserig und dann muss man es wegtun. So, Strunk entfernen. Saft rauspressen lohnt sich wahrscheinlich nicht, ne? Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Mhm. So, und dann habe ich jetzt hier eine gute Schnittfläche. Es rollt nicht weg, es liegt sicher und dann kann ich dann halt wirklich so mit diesem Krallengriff, kann ich dann hier vorne schneiden. Und kann dabei in die Kamera gucken und habe immer dieselbe Schnittstärke. Der Obstsalat soll ja nicht als Nachtisch dienen, sondern der soll ja tatsächlich auf dem Grill landen. Genau, da ist es wichtig, dass die Stücke so groß schneide, dass sie nicht durch den Grillrost fallen. Das heißt, schmaler sollten die auf gar keinen Fall sein und man sollte auch noch so ein bisschen Fläche haben, auch wo dann nachher die Hitze rankommt und dass sie auch gut umdrehen kann. Und dann ist das auf jeden Fall passend. Hast du einen Tipp beim Grill? Wie heiß muss der sein, wenn ich Obst grille? Oder ist das ganz normal auch so die Temperatur, wenn ich Fleisch grille? Das ist auch so die Temperatur, wenn du Fleisch grillst. Nur man sollte wirklich dabei bleiben und gucken, was passiert. Weil es ist ja auch so, dass da ziemlich viel auch runtertropfen wird und wenn das dann halt irgendwann Flammen schlägt und die Flammen gehen dann in das Obst rein, so dann kannst du dann halt auch schon mal anfangen zu brennen.
Und das sollte man auf jeden Fall dann dabei bleiben und gucken, dass das alles kontrolliert geschieht. Und bei etwas kleineren Obststücken, die kann man auch grillen, aber dafür nimmt man dann am besten so Grillauflagen, die unten so kleine Schlitze haben. Und da kann man dann halt auch noch was drauflegen und kann es grillen, ohne dass es in den Rost fällt. Was hältst du denn von solchen Grillmatten? So dünne, ich weiß gar nicht, woraus sie sind. Silikongrillmatten vielleicht? Oder woraus sind die? Es gibt so Silikongrillmatten, in der Tat. Die kannst du wirklich nehmen, wenn du jetzt zum Beispiel so Jakobsmuscheln oder so kleine Garnelenspieße hast. Die lassen sich auf so einem Grill mit großem, breitem Rost immer sehr, sehr schlecht dann auch gut positionieren. Und dafür ist dann halt ganz klug geeignet, wenn du dann halt eine Grillmatte hast oder diese, ich glaube, es sind so Aluschalen, die man halt nehmen kann. Und die haben halt nur ganz kleine Ritzen, dass dann unten das Öl ablaufen kann. Und da kann man eigentlich auch ganz gut kleine Sachen drauf grillen. Aber so ein richtiges, schönes Branding, ne, dass ich da wirklich diese Grillroste drauf sehe, das kriege ich dann wahrscheinlich nicht hin, oder? Nee, das kriegst du nicht hin. Mhm. So. So. Für euch nochmal der Hinweis, ihr könnt gerne jederzeit noch Fragen in den Chat stellen. Ich habe gerade eine Frage gefunden, die ich dich fragen wollte und jetzt finde ich sie nicht mehr. Da! Brauche ich für dieses Rezept verschiedene Messer? Da du jetzt das zweite direkt parat legst, beantworte ich die Frage mal direkt mit ja. Aber was benutzt du da? Gut. Als nächstes nehme ich jetzt mal das Schinkenmesser. Und Schinkenmesser heißt nicht, dass ich es nur für Schinken nehmen kann. Es ist ein Messer, was eine sehr schmale Klinge hat. Es hat einen glatten Schliff und es ist auch flexibel. Ne? Das ist halt wichtig, wenn ich so Sachen schneiden möchte, wie jetzt zum Beispiel die Ananas. Bei der Ananas ist es so, dass ich einen... Das ist keine Ananas. Möchte ich nicht, weißt du? Ja, okay, bei der uns? Papaya. Nein, ist ja gar keine Papaya, ist eine Mango. Okay, die Mango, die hat so einen ovalen Kern, vor allem habe ich letztens noch davon geredet, dass ich das machen will, hat einen ovalen Kern und da ist dann auch so, dass man das Messer dann halt mal so ein bisschen angestrengter um die Kurven herumführen muss und dafür ist so ein schmales Messer echt gut geeignet. Ich zeige das jetzt mal. Ich gehe halt in der Mitte, schneide ich ein und dann gehe ich mit dem Messer so ein bisschen außen rum und fühle dann schon, wo der Kern ist und kann dann... Das ist immer der Moment der Überraschung, wenn man die Mango aufklappt und sieht, ob die gut ist und reif ist oder nicht. Ja, mittlerweile ist es wirklich so, dass sie sehr oft dann innen drin braun sind. Das ist dann halt, es liegt daran, dass die unreif geerntet werden und dann reifen die beim Transport auf irgendwelchen Kühltransportern und manchmal ist es dann auch so, dass die irgendwie noch gedrückt werden und dann sind die innen drin braun. Du siehst es außen nicht, gibst viel Geld dafür aus und dann kommt der Schrecken, wenn du die aufschneidest. Hier haben wir jetzt totales Glück. Das ist eine sehr schön gereifte Mango. Und die riecht halt auch unheimlich gut. Und jetzt sehen wir hier den Kern. Der ist sehr klein hier in dieser Mango und er liegt halt oval hier drin. Und dann kann ich den, wenn ich das vorsichtig mache, macht man eigentlich jetzt so nicht unbedingt, aber ich will es halt mal demonstrieren, dass man den Kern dann wunderbar mit dieser Messerspitze, weil die so schön lang und dünn ist, kann man den dann da rausholen. Warum macht man das nicht? Du hast es ja gerade gemacht. Ja, ich habe... Ja, weil ich kann halt mit dem Messer gut umgehen, weiß halt, wie viel Druck ich darauf ausüben muss, ohne dass da was passiert. Aber ich meine, wie man sieht, halt, habe ich hier schon einige Narben in den Handballen, weil bei solchen Geschichten rutscht man auch gerne mal ab. Und deswegen sollte man da vorsichtig sein und dann lieber die Mango so hinlegen und dann das Ganze halt so arbeiten, dass ne, man die Hand halt so ein bisschen geschützt hat. Und konzentriert bei der genau. Sache, ne? Kochen. Oder schneiden, vorbereiten. Das Vorbereiten von frischen Lebensmitteln ist ja wie so eine Art Meditation. Ne? Man kann sich eigentlich auf nichts anderes konzentrieren als auf die Messer und auf die Schnitte, die man durchführt. Und wenn man sich da einfach mal einlässt, ein bisschen Musik, ein Gläschen Wein, dann ist das die Entspannung überhaupt. So sieht's aus. Gut, zum Schale entfernen, würde ich jetzt sagen, schneide ich die einfach mal in so Spalten. Die Spalten sollen ja auch groß genug sein, dass wir die gleich noch auf den Grill legen können. Dann nehme ich so eine Spalte, halte die fest und dann gehe ich mit dem Messer einmal hier auf die Schale
dann drücke ich das Messer so nach unten, das ist jetzt mal hier so ein bisschen übertrieben, dann kann ich sie sogar loslassen und kann dann mit dem Messer die Schale entfernen. Nicht durch die Schale durchstecken und das Brett mit hochheben. Und das funktioniert im Prinzip eigentlich nur, dass das Messer auf die Schale drückt und ich das Messer dann quasi in die Richtung schiebe, wo dann halt quasi die Schale noch drauf sitzt. Und da kann man die Finger auch getrost oben drüber halten und der Rest passiert von alleine. Die Mangos sind immer so glitschig, das ist echt gut. Ich persönlich mag Mango ja nicht so gerne. Echt nicht? Nee, sind die einen Tick zu süß. Okay, ja, dann wirst du die hier überhaupt nicht mögen. Also sie sind glitschig. Ja. Gut, morgen wird es auch richtig glitschig. Morgen wird es glitschig. Ja. Ja. Ihr wisst, ihr müsst morgen einschalten. Morgen wird es seeteuflisch hier. Wir haben einen der leckersten Fische, den es überhaupt gibt hier in der Sendung. Leider nicht mit Kopf. Leider ohne Kopf. Das ist wirklich ein hässliches Biest, wenn man das so sieht. Aber das Fleisch von diesem Fisch, das schmeckt so. Wir können ja deinen Kopf morgen daneben legen. Meinen Kopf? Ja. Gerne, machen wir. Ich habe gesehen, das Messer, was du morgen dafür verwendest, das eignet sich auch bestens für eine Enthauptung. Ja, genau. So, jetzt geht es hier weiter mit den Pfirsichen. Und da ist jetzt so, der ist sehr unreif, ne? Also da lässt sich kaum was eindrücken. Und der hat aber schon gut Geschmack und der eignet sich definitiv gut zum Grillen. Um den Kern zu entfernen, würde ich sagen, macht man das so, dass man quasi Messer ansetzt und dann rollt man das einmal so komplett durch, bis man auf den Kern landet. Aber das geht nur mit wirklich scharfen Messern, oder? Ja. Und dann knackt man das so durch. Dann hat man auf jeden Fall schon mal eine Hälfte zumindest, wo der Kern raus ist. Und da wir Spalten schneiden wollen, kann ich jetzt hier auch einmal um diesen Kern herumschneiden, ne? Und kann den dann mit so einem V-Schnitt oder mit einem Schnitt, der so ein bisschen fein drumherum geht, kann ich dann auf der anderen Seite den Pfirsichkern ganz gut entfernen. Wenn ich jetzt anfangen würde, an dem Kern rumzuzerren und den versuchen würde, da rauszuprokeln, dann zerquetsche ich mir das. Das klappt nicht, weil dann wird es halt wirklich so, es ist innen drin, es ist jetzt nicht steinhart, ne? Aber es ist auf jeden Fall auch so, dass wenn ich da jetzt wirklich so richtig drücken würde und versuchen würde, den Kern da rauszuholen, dann zerdrücke ich das Ganze. Das sollte man sein lassen. Und deswegen ein Messer wie dieses hier nehmen, wo eine schöne Spitze dran ist. Und dann kriegt man das auch ohne viel Verlust ganz gut herausoperiert. So. Wir haben jetzt bei Wüsthof mal eine Frage bekommen, ob es Sinn macht, die Mango vor dem Schneiden zu schälen. Aber du hast ja gerade gezeigt, dass das eigentlich schneller geht und einfacher geht, wenn man zuerst die Mango in Tranchen schneidet und dann erst schält, ne? Na klar, also wer es das nicht zutraut, der kann das natürlich auch gerne mit einem Sparschäler machen. Und dann muss man wahrscheinlich mehrmals ansetzen, weil die Schale ist bei manchen Mangos wirklich sehr, sehr dick. Das heißt, da kriege ich dann manchmal gar nicht mit einer Schälung dann alles ab. Da muss ich halt mehrmals ansetzen und ist die Mango aber zu weich, dann wird es halt zu einem Gefrickel, weil dann geht die halt auch nicht richtig ab. Dann hat die gar nicht genug Widerstand auf dem Sparschäler und dann ziehe ich die eher ab und dann löst sie sich vom Fleisch und dann muss ich aber festhalten, es ist glitschig, ich muss drücken und dann zerdrücke ich die ganze Mango. Und von daher ist es halt besser, das mit diesen Spalten zu versuchen und die richtige Technik ansetzen, aufdrücken, schneiden. Dann funktioniert das eigentlich wunderbar. So. Was wir machen mit René, ja natürlich nicht nur diese Live-Sendung, sondern René ist dabei, eine Riesensammlung an Schneidetutorials, an Schneidetipps mit uns zu drehen. Und es gibt auf der Wüsthof Cutting Academy Seite demnächst, jetzt noch nicht, demnächst, ganz viele Tutorials. Also du kannst einfach nachschauen, wenn ich eine Papaya, einen Mango, einen Apfel, einen Seeteufel schneiden möchte. Wie mache ich das? Das findest du demnächst in der Wissensdatenbank, in den Wissensfilmen von der Wüsthof Cutting Academy. Zwar nicht live, wie hier, aber immerhin gut erklärt. Genau, gut. Jetzt würde ich einfach mal die Orange filetieren. Mhm.
Falls ihr euch fragt, falls ihr das Rezept euch schon mal angeschaut habt auf der Seite Wüsthof Cutting Academy, da kommt gar keine Orange vor, glaube ich zumindest. Nee, ne? Aber wir haben gedacht, Obst ist so ein spannendes Thema und es gibt so viele verschiedene Obstsorten, die man unterschiedlich schneiden kann. Wir machen diesmal ein Obst-Special und nehmen dieses Rezept für den gegrillten Obstsalat einfach mal als Aufhänger. Genau. Jetzt. Und Orange zum Beispiel kannst du auch einfach wunderbar auch nachher nehmen, um diesen Obstsalat gegrillt auch ein bisschen aufzupäppeln. Und da eignen sich solche schönen, saftigen, fruchtigen Filets, wo man nicht viel poolen muss mehr, irgendwie eigentlich sehr, sehr gut dazu. Und wenn es halt auch einfach nur als Dekoration auf dem Teller ist. Dafür einfach mit dem Messer die Enden abschneiden und dann außen die Schale entfernen. Und da kann man auch wieder sehr gut als Anhaltspunkt, ich nehme mal das Messer ganz, ganz locker in die Hand, weil ich kann das machen, weil das Messer ist sehr scharf. Und dann gehe ich einfach immer hier an dieser weißen Linie lang. Wenn ich das mache, brauche ich auch gar nicht nachschneiden. Weil diese weiße Linie ist dann quasi so mein Indikator dafür, wo ich mein Messer langführen muss. Sauber. So das klassische Orangenschäl, ne? Also so wie man es von Mama kennt, das geht ja viel leichter hier. Ne? Ja, also klar ist jetzt hier immer noch ein bisschen was an Fruchtfleisch so, das kann ich dann halt auch gerne dann über das Obst machen, dann geht überhaupt gar nichts verloren, ne? Und man mariniert das Ganze noch ein bisschen, gerade auch bei Äpfeln oder bei Birnen, wenn ich die verwende, ist es immer wichtig, dass ich die dann mit ein bisschen Zitrussaft beträufel, damit die nicht braun werden. Und dafür eignet sich das halt auch wunderbar. Oder nachher für das Dressing kann man halt auch so ein bisschen von diesem Orangensaft nehmen, der hier zum Beispiel noch in den Enden drin sitzt und kann dann halt ein bisschen das Dressing aufpimpen. Wir haben eine Frage im Chat auf Facebook und zwar, sag mal, wie oft hast du dich denn schon mit einem Messer verletzt? Ihr könnt das nachgucken in einer der letzten Sendungen. In welcher verrate ich nicht, ihr müsst sie alle sehen. Ja, also ich sage nur, der Finger hier, der kriegt es halt immer richtig ab. Und zwar ist das der, der hier vorne quasi das Messer in Empfang nimmt. Und wenn man da nicht aufpasst und das Messer einfach zu hoch ansetzt, dann ist das halt wirklich so der Erste, der in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ich vermute mal, dass ich da schon mindestens 250 kleine Scheiben abgeschnitten habe. Aber er funktioniert noch wunderbar und ich habe sehr, sehr gutes Heilfleisch. Ich glaube, das hat sich halt wirklich so ein bisschen an meine Begebenheiten angepasst. Und ja, deswegen funktioniert das echt wunderbar. Gutes Heilfleisch ist da von Vorteil auf alle ja, Fälle. Genau. Die Orange ist jetzt komplett gepellt, also abgeschält. Und jetzt sehe ich hier, wie diese Filets in diesen Segmenten drin liegen. Ne? Und dann kann ich einfach so zwischen diesen weißen Linien herschneiden und kann dann diese Orangenfilets ganz locker rausschneiden. Das ist aber auch so eine Arbeit, da muss man sich ein bisschen bei konzentrieren, ne? Dass man nicht durch die dünne Haut durchschneidet und dann doch die Haut an den Filets hat. Ne? Ja, und wenn man echt auch ein scharfes Messer hat, so, dann, das ist mir zum Beispiel im Stress auch schon passiert, dann habe ich durch die ganze Orange durchgeschnitten und bin dann halt auf meiner Handinnenseite gelandet. Und das passiert dann aber auch wirklich nur, wenn man im Stress ist und mal wieder am Vortag zu wenig vorbereitet hat, weil man nach Hause wollte und sich gedacht hat, so, ach, ich bin so cool und schaffe das am nächsten Tag irgendwie mit der Hälfte der Zeit, aber Pustekuchen. Das klappt meistens nicht. Und wer darunter leidet, sind dann halt wirklich so die Finger. Da läuft ja jetzt so ein ganzer Wasserfall an Orangensaft durch deine Finger auf das Brett. Genau. Ne? Schadet das dem Brett? Das ist ja, es ist ja Obstsäure eigentlich, ne? Ja, also wenn ich jetzt ein Messer lange in der Säure liegen lasse, also den Rest hier zum Beispiel, das lohnt sich immer noch, über das Obst zu pressen. Wenn ich ein Messer lange mit der Säure zusammenliegen lasse, dann ist es auch wirklich so, dass die Säure dann die Oberfläche angreifen kann. Und das führt dann dazu, dass sich quasi diese versiegelte Oberfläche dann halt auch so ein bisschen angefressen wird. Und dann ist es natürlich auch so, dass dann, man sieht es einfach, es bilden sich so Flecken. Deswegen ist immer wichtig, nachdem ich halt sowas gemacht habe, das Messer abwischen. Das ist ja auch genau der Punkt, warum ich keine Messer in die Spülmaschine lege. Erstens
Manchmal ist es so, dass dann halt die Messer, bevor ich die Spülmaschine anmache, noch etwas länger mit den Verschmutzungen, die da dran sind, auch rumliegen. Und diese Verschmutzungen, die fressen sich dann einfach ins Metall rein. So. Und dann ist es halt so, dass das Spülmittel von der Maschine oder der Klarspüler etc., das sind halt alles so Chemie, die solche Sachen einfach angreifen. Deswegen einfach Messer bitte nicht in die Spülmaschine. Und wenn ich fertig bin mit Schneiden, einfach abwischen. Und wenn etwas hartnäckigere Verschmutzung dran sind, dann unter fließendem Wasser einfach abwaschen. Eine Frage bei YouTube haben wir noch bekommen. Kann man denn jedes Obst grillen? Also im Prinzip, man kann auch alles essen. Aber das manche sogar dann halt nur einmal. Im Prinzip kann man klar jedes Obst grillen, aber ob es dann halt schmeckt, ist eine andere Sache. Zum Beispiel die Maracuja, wenn ich die aufschneide, sieht man das ganz gut. Das sind so kleine Kerne mit so einer Fruchtgelee-Schicht drumherum und das kann man natürlich schlecht grillen. Du hast sie gerade aufgeschnitten, was machen wir denn jetzt damit? Also wenn du Maracuja aufgeschnitten hast? Die würde ich jetzt zum Beispiel als Dekoration mit auf den Teller legen und wenn man nachher halt so einen kleinen Löffel dazu hat, dann kann man die auslöffeln und das ist halt ein wunderbar exotischer Geruch und Geschmack. Und ist natürlich auch sehr lecker. Kann man einfach so essen und genießen. Perfekt. Du hast jetzt noch eine, was ist das nochmal? Das ist eine Cantaloupe-Melone. Cantaloupe-Melone. Oder meintest du dieses rote etwas hier? Das ist ein Granatapfel, das erkenne ich gerade noch so. Ja, das hier ist eine Cantaloupe-Melone und die erkennt man daran, dass die außen diese grünen Streifen hat und die dürfte jetzt, wenn ich die anschneide, orange sein in der Mitte. Dafür nehme ich jetzt mal das Santoku-Messer. Was muss ich dabei beachten, wenn ich so ein dickes Ding da aufschneiden will? Dickes Ding? Ja, findest du nicht? Schneidet, gerade wenn die rund sind, ist, dass man halt das Messer nicht so ansetzt, dass ich damit wegrutschen könnte, weil es ist ja immer ein bisschen unsicher. Deswegen gucken, dass ich den sichersten Stand habe und Messer ansetzen und dann von oben arbeiten. So, dann ist die halbiert und dann kann ich bequem einen Löffel nehmen, kann das Ganze ausschaben. Dann bietet es sich an, in Scheiben zu schneiden und dann, genau wie bei der Mango, dann unten quasi die Schale abzunehmen und dann habe ich das Fruchtfleisch. Zeig mal. Ich habe jetzt keinen Löffel hier, ich nehme mal meine Hände. Damit geht es übrigens auch sehr gut. Also ich bin halt so ein absoluter Fan von mit Händen arbeiten. Aber danach sollte man sich auf jeden Fall die Hände abputzen, weil ich sollte einen sicheren Griff haben. So, und dann einmal halbieren. Mhm. Dann vielleicht nochmal halbieren, weil es ist ja immer wichtig, dass ich dieselbe Größe habe. Und das schaffe ich halt ganz gut über diese Halbierungstechnik. Und dann kann ich das Ganze hier jetzt zum Beispiel mit diesem Tunnelgriff so nochmal halbieren. Dann habe ich die passende Stärke, die ich haben möchte. Dann Messer wieder ansetzen. Könnte ich das jetzt auch einfach mit dem Schinkenmesser machen, wie gerade bei der Mango? Du, das könntest du jetzt mit dem Kochmesser machen, mit dem Schinkenmesser, mit dem kleinen Messer. Wichtig ist einfach nur, dass du deine Finger schützt, weil mit einem großen Messer bist du natürlich schwungvoller unterwegs als mit einem kleinen dünnen Messer. Deswegen einfach immer darauf achten, was du tust. Und gerade auch wenn du jetzt wie hier, man muss das Ganze ja ein bisschen fixieren und das Messer ansetzen. Das heißt, du schneidest auf jeden Fall so ein bisschen auf deine Finger zu, ne? Und setzt dann erst um festzuhalten und abzuschneiden. Und das ist dann halt auch so ein Punkt, da darfst du halt nicht irgendwie total hektisch irgendwie agieren. So, fängst an, schneidest langsam, dann setzt du um und dann beendest du das Ganze hinten und musst halt wirklich dabei darauf achten, dass das Messer einfach nicht deinen Fingern zu nahe kommt. Das ist einfach wichtig. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja. So, zum Obstsalat oder zum Grillen gehört für mich immer noch ein Baguette dazu, ein Stück Brot dazu. Das Obst, genau, nochmal, das Obst, den gegrillten Obstsalat, das Rezept für den gegrillten Obstsalat, das findet ihr auf der Seite der Wüsthof Cutting Academy. Den Link, wie gesagt, unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn ihr mehr von diesen Sendungen sehen möchtet, wenn ihr weiter euch live beteiligen wollt an der Wüsthof Cutting Academy mit René,
dann sag doch einfach Bescheid. Hinterlass uns eine Nachricht in dem Chat oder schreibt uns eine Nachricht über Facebook oder YouTube. Du hast jetzt deinen Cutting Moment mit deinem absoluten Lieblingsmesser, oder? Ja, Cutting Moment. Ich nehme jetzt mal hier dieses Körnerbrot. Ihr hört, das ist eine sehr, sehr krustige Angelegenheit. Und das ist das Messer. Das ist die Wüsthof Doppelwelle. Vorhin schon das erwähnt. Ist das die, ist die, ich zeig's mal andersrum. Das ist die Wüsthof Doppelwelle, genau. Das ist so ein bisschen adaptiert an der Haifischbezahnung. Und wenn außen die ersten Zähne abgenutzt sind, dann greifen die nächsten. Und ich habe halt immer wirklich ein wunderbares Schnittvergnügen. Ich kann einfach ansetzen und durchschneiden. Und es spritzen keine Krustenteile meterweit durch die Gegend. Und ich muss den Staubsauger rausholen, die Putzfrau anrufen und die ganzen Sachen aus meiner Küche entfernen. Es fliegt einfach nichts durch die Gegend und ich gleite einfach so durch das Brot. Mühelos. Mühelos. Fantastisch. Ja. Sehr gut. Wenn du mehr erfahren möchtest, auf der Wüsthof Cutting Academy Seite findest du alle Informationen, auch zum René und zu den Rezepten und den Link zur Captain Cook App, wo du das Rezept in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung nachkochen kannst. Der gegrillte Obstsalat ist wirklich fantastisch. Ich kann das nur empfehlen mit einem frischen Brot dazu. Ist natürlich auch ein Highlight. Und nochmal der Hinweis, wenn du möchtest, dass dieses Format weitergeht, dann hinterlass uns eine Nachricht. Wir freuen uns sehr darauf. Am Donnerstag gibt es ein Schärfen und Wetzen Special, denn wir haben unglaublich viele Fragen darüber bekommen, wie kriege ich meine Messer scharf, wie behalte ich die scharf. Und dafür hat sich niemand Geringeres zur Verfügung gestellt als die Miteigentümerin von Wüsthof, Viola Wüsthof. Ich freue mich sehr darauf, Sie am Donnerstag hier live im Studio begrüßen zu dürfen. Und tatsächlich nehmen wir uns da auch ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ihr habt mehr Zeit, die Fragen zu stellen und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, ernährt euch gesund. Bis morgen. Genau, und ich freue mich auch, wenn ihr morgen wieder einschaltet und uns vollen Support gebt. Und ja, dann verabschiede ich mich. Bis morgen. Ciao.